Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Mach mal Pause Diego. Ja, also ich habe ja gesagt, es gibt weniger, aber ich habe ja nicht gesagt, es gibt gar keine Videos mehr. Und heute machen wir mal eins. Ja, ich bin schon ein bisschen länger am Spielen, also vor dem Frühstück war ich schon zugange und habe gerade schön laut Musik gehört. London Symphonic Sound Orchestra, ne, Pop Goes Classic. Schön. Also 2 Stunden. Ich bin teilweise wieder Mensch. Ja? Und ich wollte jetzt noch nicht die ganz harten Sachen, da traue ich mich noch nicht ran, Ballen stapeln. Ja? Ich habe mir gedacht, wir machen erstmal was Chilliges, so zum Wiederreinkommen. Wir müssen erstmal eine Ballen wickeln. Muss eh gemacht werden. Und da kann ich vielleicht auch ein bisschen besser labern, weil da passiert ja auch nicht viel. Ist ja eigentlich eine ganz stumpfe Geschichte. Ich habe mir die Bällekiste, die ich wickeln möchte, auch hier oben alle schon so ein bisschen drapiert. Und das müsste eigentlich relativ easy gehen jetzt, ohne dabei zu sterben. Ja, auch wenn die Ersten jetzt wieder enttäuscht sind. Diego wird heute nicht sterben, oh nein. Dislike, klack. Ja, that's life. That's my life. It's not your life, it's my... Nein, lassen wir das. So, also hier, ne, die habe ich hier schön mit der Ballenpresse einzeln alle hingekarrt, weil, also diese Wiese ist heavy, ne? Das zeige ich euch gleich. Müssen wir gucken, ob wir die überhaupt demnächst noch mähen müssen. Na, wer hat denn da zu viel Kollision? Also, zu breit, die Kollision, ne? Können wir das holen? Ja, und das ist jetzt schon der Moment, wo man hervorragend ein bisschen rumlabern kann mit euch. Ich hatte das ja, wie gesagt, schon angedroht, dass ich euch so ein bisschen erlösen möchte, ja. Es waren zu viele Videos von Diego und zu viele Videos auch völlig auf Krampf. Und jetzt habe ich mal eine kleine Pause gemacht und auch... also ich habe bis jetzt, das ist das... Muss ich kurz überlegen, 4., 5. Video schon. Es geht eigentlich schon. Die anderen waren aber nur so, wie man sagen, so Mod-Vorstellungen, ne? Ich muss mal kurz gucken, was denn hier meine X-Taste ist. Bist du X? Nee. Bist du X? Nee. Wie werde ich das Tierchen denn los jetzt hier? Ah, mit der Taste, okay. Ja, das müssen wir auch alles immer erst gucken. So, guck, dann legt er mir die schönen dahin. Hervorragend. Jetzt bin ich nur so verwirrt, dass es mich komplett rausgehauen hat. Na gut, jetzt, wie gesagt, mache ich noch vielleicht 2 Videos vom Seisternhof. Und dann soll es das auch erstmal wieder gewesen sein. Wann ich euch die Videos zeige, weiß ich noch nicht. Ne? Wir wollen das alles hier ein bisschen entschleunigen. Und vor allen Dingen dieses auf Krampf Videos machen. Also richtig bewusst ist mir das geworden, als ich die Map vom Stefan nach der Arbeit vorgestellt habe, weil ich kein Video hatte. Also... Klar hat er mich auch darum gebeten, das zu tun, aber ich hatte auch kein Video. Ja, ich musste für den nächsten Tag ein Video haben und dann hatte ich teilweise Sekundenschlaf während der Aufnahme und ich habe es rausgehauen, nur um euch ein Video zu geben und das will ich in Zukunft nicht mehr machen. Wir müssen das so ein bisschen entschleunigen. YouTube ist nur ein Hobby von mir, ich mache das nur nebenbei. Ich muss da Gott sei Dank nicht von leben, kann ich auch gar nicht von den 100 Euro, die ich da im Monat kriege. Danke übrigens an alle, die Werbung sich immer schön reinpfeifen. Wir finanzieren damit unsere Server. Oder im Moment haben wir nur einen Server und ach ja, ne, das eine oder andere DLC und so weiter und so fort. Ne. Ja, was war ganz am Anfang, habe ich immer gesagt, das dauert ja immer, also man muss ja erstmal 70 Euro haben, bevor die das überhaupt das erste Mal überweisen. Und das dauert natürlich, ne? Das dauert sehr lange, wenn man anfängt mit YouTube. Und dann habe ich mal gesagt, von dem ersten Geld, da gehen wir essen zu meiner Familie, ne? Ach, ich glaube, wir waren schon 3-mal essen, das Geld war immer noch nicht da, ne? Ja, die zahlen doch einen Monat später und ach, ist ja auch alles egal. Wie gesagt, ich muss Gott sei Dank nicht von YouTube leben. Ich habe einen vernünftigen Beruf, wo ich gut von leben kann und das hier ist halt nur Hobby und Spielerei und ich sehe es als Lebensbereicherung, ja? Und so soll es auch sein und so mache ich das auch, ja? Gibt ja auch genug andere YouTuber. Ist jetzt ja nicht so, als wenn ihr sterben müsstet jetzt, nur weil ich keine Videos mache oder weniger Videos mache. Es gibt ja genug andere YouTuber. Ne? Das ist ja... Ja, ich habe immer so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen,
wisst ihr, dass die Abonnenten werden immer mehr, immer mehr, immer mehr. Die Klicks gehen immer runter, runter, runter. Und ja, man hat so ein schlechtes Gewissen. Man möchte dem Publikum ja auch was bieten. Ne? Man möchte abliefern quasi. Ne? Und ja, wie gesagt, guckt einfach einen anderen YouTuber. Mir ist egal. Ich kann es eh nicht ändern. Ja. Und oh, ich darf auch nicht dran denken an die armen Schweine, die wirklich von YouTube leben. Ne? Also jetzt, YouTube ändert ja auch permanent irgendwas am Algorithmus und dann ändern sie die Richtlinien, dann wird das geändert, dann, boah, ey, wenn ich jetzt wirklich von YouTube meine Miete bezahlen müsste, ja, also, was weiß ich, ne, so, 2 Millionen Klicks mehr pro Monat, ja, also 2 Millionen Klicks mehr, als ich jetzt habe, und dann könnte man ja vielleicht mal eine Miete davon bezahlen. Gut, ich habe jetzt ein Haus, aber ist ja dasselbe in Grün. Ich würde wahnsinnig werden, ne? Dieses, boah, und dann gerade, ich meine, jetzt war ja jetzt ja der fette Monat, der Dezember, das ist immer, da schalten alle Firmen Werbung und da geht's richtig ab und dann rollt der Rubel. Aber ich weiß jetzt schon, im Januar und im Februar gibt es gar nichts, ne? Da komme ich auf die 70 Euro nicht. Und das ist ja aber auch, weil keiner Werbung schaltet, ne? Die Firmen sind alle satt, die haben ihr Weihnachtsgeschäft abgefrühstückt, da schaltet keiner Werbung. YouTube kriegt gar keine Angebote. Und wenn YouTube keine Angebote kriegt, kriege ich auch keine Angebote, ist ja klar, ne? Und ja, dann, also jetzt bei mir ist jetzt ja Hupe, aber toll, du musst ja im Januar und im Februar auch deine Miete bezahlen, ja? Du hast vielleicht ein Kfz, obwohl nicht jeder YouTuber hat wirklich ein eigenes Auto. Ich kenne auch YouTuber, ja, die haben halt kein Auto, ne? Die wohnen, haben halt Miete, ja, klar. Und sind halt Kleinselbstständige, so nach dem Motto. Und Auto haben die nicht, ne? Fahren mit dem Bus dann oder mit dem Skateboard oder so. Fahren ja auch viele, machen dann Video, wie sie mit dem Skateboard fahren. Kann man ja alles machen, ne? Für mich ist das nichts, ey. Für mich ist das nichts. Ich brauche mindestens eine kalkulierbare Größe. Schade, ich habe gedacht, der nimmt den Ball noch. Ja, wo war der Fehler? Wo war der Fehler? Ich habe gedacht. Ja, richtig. Nein. Aber wir kriegen das schon hin. Ne? Wir machen erstmal hier schön slowly. Ganz entspannt hier. In diesem Video passiert auch nichts. Da werden nur Ballen gewickelt. Und wenn ich dann ultra drauf bin, quasi, ja, das ist schon was wie eine Droge, ne? Erst schön Musik hören und dann ganz entspannt ein bisschen LS zocken, das ist schon was Schönes, ne? Also da kann man wirklich schon schön die Seele baumeln lassen und ich bin Giants doch durchaus dankbar, dass die das Spiel gemacht haben. Ich glaube, es ist kein Spiel, mit dem ich mich so lange beschäftigt habe wie LS, ne? Also wirklich, kein anderes Spiel hat mich so lange gefesselt. Und das, da muss man Giants auch mal loben, ne? Gut, ich ärgere mich auch viel. Das ist also wieder kontraproduktiv, ne? Ärgern will ich mich eigentlich nicht. Leute, jetzt bleib doch liegen, Susanne. Komm hier. So. Das ist fein. Wir fahren ein bisschen zurück, dass ihr auch wirklich nur einen Baumstamm im Bild habt und nichts anderes. Verdammt, wie kann ich denn hier meine Kamera... Ah. So. Ich bin jetzt zu faul, die Maus zu bewegen, weil ich habe den Daumen die ganze Zeit auf der Konsole auf dem Abladeknopf, ja, weil, wenn ich den da wegnehme, muss ich den jetzt gleich wieder 5 Minuten im Dunkeln suchen. Deswegen kann ich mit der rechten Hand jetzt nicht zur Maus greifen. Aber dafür gibt es ja am Lenkrad diese Sticks. Ist halt nur blöd, wenn man lenken will und gleichzeitig die Kamera schwenken will. Das sowieso, manche, also das ist ja auch, das Vor- und Zurücktappen und so ist alles schön und gut. Gut, beim Lenken muss man jetzt nicht vor- und zurücktappen. Aber da sind auch Funktionen bei, wo ich sage, wie soll ich das denn jetzt in der Lenkbewegung machen, ne? Da muss man sich das dann halt umlegen. Es sind genug Knöpfe da, so ist es nicht, ne? Aber, naja, wie gesagt. Ich habe mir auch diese komische Ballenzange jetzt mal besorgt. Die passt jetzt natürlich nicht, weil er mir alle Ballen auf der Seite dreht, ne? Können wir nachher vielleicht die Heubällekiste, die liegen da auch noch auf der Wiese. Die habe ich auch noch nicht geborgen.
Die kommt man eventuell damit holen, ne? Ich glaube, die Silageballen müssen wir wirklich mal knallhart mit der Silierzange holen. Mit der, da habe ich auch noch nie mitgearbeitet. Müsste mit der Konsole aber gehen, weil der hat ja so eine Greifauf- und Zubewegung, ne? Und wobei, ich kann die Ballen, wenn die halbwegs ordentlich am Wegesrand liegen, kann ich die auch hier liegen lassen. Sind ja, die frieren ja nicht, ne? Nein, die frieren schon, aber die werden nicht nass. Und deswegen können die ja ruhig hier wohnen bleiben. Wir legen hier so ein bisschen einen Weg. Also ich kann mit diesem Kübel hier noch schlechter rückwärts fahren als mit allen anderen Sachen. Weil mit diesem Knickdeichsel-Ding da komme ich ja überhaupt gar nicht zurecht. Ne? Dann lenkt der zu der einen Seite auch noch anders als zu der anderen. Und ui. So. Ich hätte gedacht, vielleicht haben wir Glück und wir blockieren den ganzen Weg. Aber nein. Scheinbar habe ich den Weg verfehlt. Ja, und was ich auch wirklich für mich persönlich auch richtig schön finde, ist, wenn man natürlich nur LS zockt, weil man da wirklich jetzt Bock drauf hat, ne, ist ja auch für das Spiel schöner, ne? Also, das Spiel bekommt ja dann viel weniger Prügel ab und so, weil man ist ja da, weil man sich freut, ne? Das ist natürlich eine ganz andere Situation auch für das Game als solches. Als wenn man eh schon gestresst, frustriert und ist, ne? Und dann auch noch das Spiel spielen will. Lass mal kurz die Kamera ein bisschen justieren, so. Naja, das reicht auch. Wir wollen nicht übertreiben. Wir wollen ja keinen Schönheitswettbewerb gewinnen hier. Ich glaube, den letzten, den nehme ich direkt mit. Der darf direkt mit nach Hause fahren. Guck, wie schön. Achso, vielleicht hätte man auch mal ein Foto von der wilden Aktion machen sollen. Kann ich den eigentlich zusammenklappen? Jetzt muss ich die Kamera bewegen. Oh, guck mal hier. Das sieht doch ein richtig schönes Foto. So, komm mit. Mein kleines Model. Ich habe mittlerweile auch eine Tankanzeige dran. Da hat sich die Tankanzeige schon länger dran, aber... also sagen wir so, zwischen dem letzten Video, was ich aufgenommen habe... Also was ihr gesehen habt. Und dem jetzigen Spielstand, da fehlt ein bisschen was zwischen. Ja, deswegen dürft ihr euch nicht wundern. Ist auch doof, dass ich mir schon das Güllefass gekauft habe hier. Naja, egal. Das wird irgendwann mal umgesetzt. Ich bin erst noch mit dem Pferdewirt am Diskutieren. Ich hatte wirklich Glück. Da hat doch tatsächlich jemand so einen alten Pferdestall rausgehauen. Mit Pferde zum Ausmisten, ne? Da stehe ich ja drauf, weil das kenne ich ja von Schwiegervater, der hat ja Pferde. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das Ausmisten von Pferdeställen ist nicht unüblich, ja? Und ja, habe ich mir da vorne hingestellt, weil mit den Schafe spiele ich ja nicht. Habe ich die Schafe weggerissen. Jetzt muss ich den ja aber noch irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich die Pferde umtreiben kann auf die andere Koppel. Wahrscheinlich werde ich die dann verhungern lassen. Also einfach nicht mehr füttern. Und ja, mit den neuen Pferden in einem neuen Stall weitermachen. Ne? Irgendwie so wird das laufen. Und dann verkaufe ich die Pferde irgendwann. Ich habe die ja eh mir geholt, weil ich die verkaufen wollte mal. Irgendwann. Ich zeige euch das nochmal eben mit dem Pferdestall. Ihr kennt den. Ist jetzt auch nicht so der Burner, ne? Aber... Oh Gottchen. Was soll's? Na, okay, ich habe übrigens die Tastaturbelegung geändert. Abkuppeln ist jetzt wirklich auch abkuppeln, weil irgendwie war das vertauscht bei mir. Vom LS17 zum LS19 war hoch und runter und ab- und ankuppeln waren getauscht, die beiden Tasten. Dann habe ich das jetzt manuell umgelegt, dass ich wieder meine alte Belegung habe. Hier, das ist das Tierchen, ne? Hier sind eigentlich zu Schafe gewesen. Das sind jetzt doch der Hüß, ne? Passt da auch nur hier genau so hin, ne? Da finde ich super, weil ich spiele eh nicht mit Schafe. Und ich wollte hier eventuell noch ein platzierbares Silo hinmachen. Aber dadurch, dass ich jetzt ja hier den neuen Pferdestall habe, brauche ich den alten ja nicht mehr. Und das wäre natürlich mega nice. Dann müssen wir natürlich gucken, ob das passt. Deswegen will ich das mit den Pferden so ein bisschen beschleunigen. Wenn ich hier so ein kleines Doppelsilo hinkriege. Das wäre mega nice.
dann hätte ich hier quasi die Silage und in der Scheune. Das nennt man chaotische Lagerhaltung, das ist so. da das Ballenlager. Das wäre doch mal was, oder nicht? Also ich habe das vor hier. So, im nächsten Video wird dann hier die Ballerei fertig gemacht. Überliegen Ballen, sehe ich gerade. Da liegt ja auch schon Silageballen. Du musst die nicht nur lagern, Diego, du musst die auch verfüttern, ne? Das ist dir schon klar, oder? Hier liegt dieses wahnsinnige Gerät hier. Mit dem will ich gleich mal die Heuballen von der Wiese holen. Weiß ich nicht, ob ich es jetzt im nächsten Video schon schaffe, aber irgendwann wird es halt soweit sein. So, wir sehen uns dann gleich beim Ballenstapeln. Also bei euch können da durchaus jetzt noch so 3 Tage zwischenliegen oder 4 oder eine Woche. Ich weiß es nicht, kann ich so hochladen. Diego ist draußen, habt euch lieb.